Weiter nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Anna. Guten Morgen, Christoph. Also es gibt Berichte über Explosionen und Angriffe an der Kertschbrücke auf der Krim. Wie ist die russische Lesart dazu? Also es verdichten sich jetzt die Hinweise, dass es sich hier bei diesem, wie es zuerst hieß, Notfall rund um die Kertschbrücke oder auch Krimbrücke genannt, tatsächlich um einen Anschlag handelt, durchgeführt durch die ukrainischen Streitkräfte und wahrscheinlich entweder mit Kamikaze-Booten, also das sind Boote ohne irgendwelches Personal, sondern einfach nur programmiert, vollgestopft mit Sprengstoff und die werden dann Richtung Ziel geschickt. Oder es könnte sich auch um einen umgebauten Jetski handeln, vollgepackt ebenfalls mit Sprengstoff und der dann so, wie das hier in den russischen Telegram-Kanälen beschrieben wird, knapp unterhalb der Wasseroberfläche fährt und dann sein Ziel eben auch ins Visier nimmt und dann zur Explosion gebracht wird, wenn er eben dann gegen den Brückenpfeiler kracht. Das sind so Spekulationen. Es gibt dafür keinerlei Beweise oder es gibt auch keinerlei konkrete Angaben noch vom russischen Verteidigungsministerium. Aber in diese Richtung wird hier gedacht. Also ganz klar macht man hier auf Telegram seitens der russischen Kriegsblogger auch von dem Portal Greyzone die Ukraine für das Ganze verantwortlich. Die Schäden sind wohl groß an der Krimbrücke, ich rede von der Straßenbrücke. Die Eisenbahnbrücke ist wohl nicht in Mitleidenschaft gezogen worden und der Zugverkehr läuft wohl auch schon wieder. Aber es sind wohl mehrere Brückenteile zusammengebrochen oder auch beschädigt worden. Das genaue Ausmaß kennen wir noch nicht. Es ist nicht der erste Angriff auf die Krimbrücke. Wir erinnern uns an den Oktober letzten Jahres. Am 8. Oktober ist da wohl auf der Krimbrücke ein mit Sprengstoff beladener LKW explodiert. Und da hat es Monate gedauert, um diese Straßenbrücke wiederherzustellen. Erst vor kurzem hat die Ukraine die Verantwortung eben für diesen Angriff übernommen. Und diese Brücke hat große Bedeutung für Russland. Sie verbindet das russische Kernland mit der annektierten ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim. Und über die Krim werden ja auch die russischen Truppenkontingente im Ukraine-Krieg versorgt. Gerade was die Lage auch im Bereich Saporosche und Cherson betrifft, da läuft viel Versorgung über die Krim. Und wenn da jetzt diese Straßenbrücke ausfällt für einige Zeit, wird das Probleme bringen für die Russen. Es wird nicht fatal sein, weil sie haben ja noch den Landkorridor vom russischen Kernland auf die Schwarzmeerhalbinsel Krim. Aber es wird eben Probleme bereiten. Und vielleicht noch ein Wort, was man auf keinen Fall vergessen darf. Zu den Opfern hier bei diesem Vorfall sind zwei Menschen ums Leben gekommen, ein Ehepaar. Im Auto sind die da gefahren zu Zeitpunkt der Explosion auf der Brücke und ihre 14-jährige Tochter, die ist verletzt im Krankenhaus. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.